Hallihallo, ihr hübschen Menschen, willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraria mit Zombay, Maudado und Wintercracker. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Folge. Warum hast du hier eine Mauer gemacht? Die kann ich auch gleich erklären, wenn ihr alle aus der Wand da bitte mal kurz rausgeht. Warum kann ich in die Wand rein? Das ist echt schwer mit dem. Terraria gibt es einen Bug, wenn man Stufen übereinander setzt, dann kann man damit durch Wände durchlaufen. Also wenn ich da jetzt hier die Blöcke hinterweg machen würde, könnt ihr wirklich einfach durch diese Blockwand durchlaufen. Weil. Wenn ihr. Ja, genau. Aber. Gleichzeitig, wenn man nicht weit genug läuft und an einer perfekten Stelle stehen bleibt, ist es ein Fahrstuhl, der einen ultra schnell nach oben sippt. Was? Wie sippig? Du musst einfach so mit der Nase so gesehen an der Wand stehen. Und dann hochdrücken? Leertaste drücken oder was? Nix. Du wirst automatisch hochgesippt. Musst aber so ein bisschen hin und her wackeln, bis du an der richtigen Position stehst. Viel zu weit seid ihr drin, also Klaus zumindest. Und tschö. Und tschüssi. Ja. Ich wollte irgendwie einen Fahrstuhl nach oben haben, aber nice. Das war das Beste, was ich machen also konnte, bevor wir im Dungeon waren. Also wird ein Aufzug eingefügt. Ja, wir müssen aber da unten bei dem Typen was kaufen, Klaus. Achso, verdammt. Dann komme ich mal runtergeboostet. Ist halt alle instant in diese Wand reingerannt. Ja, wir haben halt auch mit dem Pogo-Stick da so ultra gebuggt. Oh. Hä, warum kriegt man dafür Fallschaden? Ja, wenn man noch... So, wenn man fällt, kriegt man Fallschaden. Aber ich bin ja nicht gefallen, ich habe auf diesen Treppen nach unten gedrückt, oder nicht? Ja, aber wenn du ja dann irgendwann auf einer landest nach langer Zeit. Ah. Ja, da finde ich auch, sollte man... Klaus kauft bei Java Hawk hier. Java Hawk. Der verkauft den Eternia Kristallbeschwörer. Ja. Genau, den brauchen wir. Warte. Kristall? Und Eternia Kristall. Kristall und Kristallbeschwörer, glaube ich, beides. Habe ich überhaupt noch Geld? Ich hab kein Geld mehr. Ja, dann guck mal, ich hab kein Geld. Eternia Kristall und den. Ja, und den stelle ich jetzt hier irgendwo hin oder in die Basis? Wir brauchen eine gerade Fläche. Was ist mit der Arena von uns? Nee, ein bisschen größer. Noch größer. Lass mal rechts von unserem Haus einfach ein bisschen gerade bauen. Können wir auch stehen lassen, weil wir es sowieso öfter machen. Ja, ich habe keine Ahnung, wie schwer die ist, weil ich die eigentlich immer erst Ende Hard Mode gemacht habe, wo die gar kein Problem mehr war. Beim Hardmod wird die allgemein auch nochmal eine Stufe schwerer. Ja, hier gibt es ein paar Beschwörersachen und auch andere Sachen. Gibt's ein Jojo? Weiß ich gar nicht. Du hast doch gerade erst 3 neue Jojos bekommen oder so. Um auf so gierig zu sein. Ja, ich hätte gerne noch ein Jojo. Oder ein neues Schwert. Ja, Schwert kriegst du sehr bald. Einfach Gott. Also da brauchst du dir gar keine Gedanken machen. Welche? Echt? Okay. Ich bin hyped. Sobald wir im Dungeon waren, kannst du hier das mächtigste, ein ultra krasses Schwert machen. Ich hab nicht mehr. Ja, es sollte auch reichen. Klaus, jetzt stell mittig mal das hier auf. Ja, ich komm direkt, Sekunde. Wusch. Hier sieht mittig aus. Stell's auf. Genau, mach den Kristall mit Rechtsklick rein, glaube ich. Also ohne den Kristall einzuklicken selber. Der Mauszeiger wird jetzt zum Kristall. Ah, genau. Ja. Let's go. So, den müssen wir jetzt verteidigen. Wir spielen jetzt Dungeon Defenders. Okay. Ach, Klaus. Ja, that's me. Hier. Warte, ich hab's auf Quicksave da. Das ist aus den 3 Boomerang. Du hast den 3er Boomerang gemacht? Ja. Ah. Ich hab noch Fledermäuse getötet, bis der normale einmal gedroppt ist. Nice. Ich kann 3 Stück schießen. Ja, den kann man 3-mal werfen. Schau mal, wie cool der ist. Den kannst du einfach schön durch alle durchwerfen hier. Okay. Ja. Nicht durchwerfen, so aber den hinwerfen. Ich kann auch den da machen. So, jetzt mal hier wieder zu meinem Beschwörerset werfen, mehr Bienen holen, let's go. Die Armee, die erste Welle ist gut machbar. Ja, ich glaube, es sind 5 Wellen, die wir machen müssen. Ah, oh mein Gott, wie das Portal da unten gelandet ist. Auch ein bisschen cursed. Unlucky für die. Aber schaust du mal an, das Portal, Klaus, sieht cool aus. Achso, ja, war gerade schon. Sieht geil aus. Du hast es gesehen, okay. Ja, sieht cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Minish Cap Zelda, an den Vati oder wie der heißt, wenn der so ein Portal macht. Ja, Vati mit 2 A. Vati Vidya. Dark Souls Lore. Ach, daher hat er seinen Namen. Vati. Ich glaube, ja. Also, irgendwie ist die Goblin-Armee stärker als die Armee. Ja, egal. Vielleicht wird ja Welle 5 krass. Die tun mir schon ein bisschen leid. Ja, die spawn-campen die halt komplett weg. Ja. Ich bin hier alleine. Hilfe. Komm, Oh, okay. Klar, komm. Ist aber auch absolut gar kein Problem für dich. Hat halt alle gleichzeitig irgendwie so ein bisschen, ja. Er gibt den Bumerang wieder her, wenn du nicht nutzt. Oh, ja, aber ich was für den Fernkampf. Ja, ist kein Problem. Wollte nur zeigen, dass es den gibt, weil der ist neu. Ah, okay. Kommen die Schüsse bis zu dir, Wintercracker? Weil ich sehe ihn nicht mal. Die machen Damage. Nice. Jo, was ist das denn? Fetter Goblin. Jo! Und hier ist ein fetter Goblin, mach da Hilfe. Ja, aber er ist tot. Oh nein, ein fetter Goblin. Da merkt man die Kristalle im Inventar, ja. Noch ein vierter. Oh, wie komme ich jetzt auf die andere Seite?
Ja, gute Frage, Mann. Mach erstmal Spiel leiser. Ich höre euch gar nicht mehr vor lauter Goblin schreien. Also ich höre euch nicht. Ja gut, wenn es so 5 Wellen sind, dann kriegen wir es ja easy hin. Ja, also das war die erste, wo die Gegner mal weiter als keinen Zentimeter kamen. Oh, ihr habt eine Verteidigermedaille in der Mitte. Habt ihr auch schon welche aufgehoben? Ich hab... Nö, ich hab nur diese Kristalle auf jeder Welle einer in der Mitte gedroppt ist oder so. Ich hab 52 von den Kristallen. Goblin Bomber. Oh, Fliegeviecher! Die überlasse ich dir, Zombie. Wir haben keine Fliegeviecher. Ja, seid froh. Die sind richtig krass. Für mich getroffen. Gegen die gewinnen nur die Stärken. Muss was heißen. Da ist eins. Ja. Ein bisschen drängen sie uns zurück, aber ich glaube nicht, dass die irgendeine Chance... Weil ich war. Ich habe gar nicht das Beam-Ding ausgerüstet. Also die Fliegedinger sind schon nervig. Hast du immer noch Spaß mit deinem Pogo-Stick? Mit dem werde ich bis zum Ende des Projektes noch Spaß haben. Der ist auch geil. wir haben ja auch diese Fuchsfrau, die Zoologin. Klar. Die verkauft immer mehr Zeug, umso mehr Gegnertypen wir im Spiel kennengelernt haben. Okay. Und die verkauft auch schon Pferde, auf denen man reiten kann. Ich habe eine Pferdeallergie, die spiele ich nicht. Okay. Oh, Boss. Ist er in der Mitte? Bei uns ist er nicht. Der ist bei uns. Okay, wir töten noch gerade hier ein paar. Der Klaus, geh rüber, komm, geh zum Boss. Der ist jetzt nicht so aufregend, muss ich sagen. Aber ja, aber ne, für die Aufnahme. Alles für den Dackel. Da ist er. Oh, der fliegt auf ich will das auf einem Buch. Hoffentlich glaubt er das Mount. Ich glaube das Buch. Ja, ich lasse erstmal. Oder ist das wie ein WoW mit dem. Aber Flugviecher sind beim Kristall. Kristall kriegt Damage, der Kristall stirbt. Ich bin dabei, ich bin doch dabei. Ich würde Kristall. Rettet den Kristall. Oh, ich bin tot. Noch tot. Das ist nicht so gut, Leute. Klaus, du bist auch fast tot, Achtung. Ja, ich schluck gerade Tränke, aber. Hilfe. Pass auf, das von. Oh mein Gott, von links. Also, von links alles an den Kristall. Ihr müsst respawnen. Ja, Junge, es geht nicht so schnell. Ja, ist mir egal. Klaus, wir sind kein Dezo. Mach das Unmögliche möglich. Sie haben verloren. Wie kann das denn sein, dass die Waves so kacke sind und dann passiert das hier? Was passiert hier? Cool, wir werden lila. Ja, ich glaube, wir werden umgebracht, weil wir verloren haben. Ich will nicht sterben. Hör, meine Kristalle sind weg. Cool. Ey, ich glaube, die behält man halt nur, wenn man gewinnt. Das ist wir wurden gescammt. Das wurde als super easy verkauft und dann wurde es auf einmal schwer. Also ich muss jetzt wahrscheinlich noch so einen Stein kaufen gehen. Wenn wir es nochmal probieren wollen, ja. Ja, würde ich sagen, oder? Ja, wissen wir, sonst können wir es halt nochmal später machen, wo es nochmal einfacher wird. Ja, wir können ja gucken, dass wir es halt mal machen, wo es noch nicht so easy ist. Wie viele hat jemand Verteidigungsmedaille aus? Ich glaube, wenn wir 5 Stück haben, kann ich mir was Cooles holen. Ich hab 2. Ja, kann ich die haben? Ja. Jetzt hast du wieder 2. Jetzt hab ich die von Klaus bekommen. Mit der Begert nochmal 2? Ja. Ich hab eine Idee. Wir platzieren Lava oben. Ich hab aber nicht genug Geld. Dann droppt die runter, ist am Boden und dann kommt erst die Welle und dann kommt die Lava und liegt auf dem Boden. Und die laufen alle durch die Lava. Könnte funktionieren. Irgendwer anders muss den Kristall holen. Ich hab nicht genug Geld für den. Der kostet zwar nur 20 Silber, aber... Ja, ich hol ihn. Nee, gerade hier. Kann man hier nicht irgendwie die Statuen und so aufstellen oder darf man gar nichts hier stehen haben? Doch, die müssen wir nur holen, oder? Ja. Bienengranaten. Die sind auch strong, aber die würde ich mir. Die Baller Flash können wir halt einfach zerstören. Keine Sorge, ich weiß, dass es die schon gibt. Das war kein Spoiler, keine Sorge. Ich weiß, die habe ich dir schon mal gespoilert. Ja. Sorge, ich mir okay, du hast so aufgehört zu stocken nach dem Warlock. Angefangen zu stocken, also so, ups. Ja, ich habe überlegt, ob man sagen soll, dass man dich damit instant umbringt. Achso. Ich weiß, dass es noch den Yeti gibt, die Wall of Flash und den Dungeon Boss. Und das irgendwann mal erwähnt, dass es ein Skelett gibt. Ich weiß halt nicht, ob das Skelett der Dungeon Boss ist. Ich hab noch nie ein Skelett gesehen in Terraria. So, jetzt haben wir alles, was Leben regelt. Oh, was ist das? Eine magische Kugel da. Keine Ahnung, macht nichts. Aber einen Kuchen könnt ihr anklicken, aber ja, alle 2 Minuten mal für Bewegungstempo-Boost. Oh. So, Klaus. Die Plasma-Lampe habe ich gekauft. Das habe ich jetzt. Beim Party Girl. What the fuck? Wo hast du das gekauft? Beim Partygirl habe ich die Plasmalampe gekauft. Die Balliste habe ich nicht beim Partygirl gekauft. Schade, die wüsste, wie man Party macht. Ja, ich gehe wieder links. Ja, dann gehe ich nochmal mit Zombie rechts und dann treffen wir uns, wenn es schwierig wird, in der Mitte. Also ich glaube, beim Boss sollten dann wahrscheinlich 3 Leute hingehen. Ja. Ja, die Balliste müsste durch alle durchballern. Ja, erkenne ich jetzt nicht so, weil nicht so viele überleben. Ja, ne? Ja, auch nur Bienen. In der Krieger und ich chillen hier. Ja. Ah, Welle abgeschlossen, interagiere mit dem Kristall, um die nächste Welle zu beschleunigen. Oh, wir können ihn anklicken. Oh. Ah, cool. Danke, Text und im Spiel. Danke, Textschreiber. Hast du nicht eigentlich Leuchttränke, Klaus? Ich hab dir doch richtig viele gegeben. Ja, das ist eine gute Frage. Hab ich, ja. Oh, ihr nimmt doch einfach.
Soll er rein? Ah, ich kann auch einfach B drücken. Ich dachte, damit deine Aufnahme schön hell ist, weißt du, und dann läufst du hier im Dunkeln rum. Ja, gut, dass du das am Ende der Aufnahme sagst. Ich hab's gesagt, als ich dir die gegeben hab. Mein Gott, kommen da viele Bienen aus dir raus. Ja, yep. That's what she said. Ich hoffe nicht. Ja, okay, dass man die Wellen vorskippen kann, das macht das Ganze ja angenehm. Okay, stimmt. Ich bin nicht mal eine Woche, damit wir was sehen. Ah, und die Verteidigermedaillen liegen scheinbar einfach für jeden Einzelnen in der Mitte. Oh. Ah, okay. Und damit hast du dir jetzt was gemacht? Die Ballista? Die Ballista gekauft. Es gibt vier verschiedene Geschütze, die man kaufen kann, aber man kann halt nur eins gleichzeitig versporen haben. Eieiei. Okay. Die Balliste war ein Dungeon Defender, das ist immer mein Favorite, deswegen habe ich die gerade mal genommen. Ja. So, wo ist der Boss? Unsere Welle war einfach vorbei, wir haben die nächste bespuren. Hä? Der stand 100% unten. Ja, aber da waren noch Gegner von unserer Welle. Ja, dann komme ich mal zu euch. Bei Zombie war glaube ich kein Boss. Ja, geh mal rüber, Klaus. Hier bei mir ist alles chill. Oh mein Gott. Pushen aber echt hart durch. Echt jetzt kommt der Boss. Low-life. Der Boss ist bei uns. Ja, wenn ihr ihn schnell tötet, ist er vorbei. Ja, ist... Ich probiere mal hier das Fliegevieh abzufangen. Das fahrt wieder auf den Kristall drauf. Oh mein Gott, ich treffe das nicht. Wir sind einige. Wintercracker ist tot. Oh fuck, ich bin tot. Oh scheiße, ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Ich stell meine Balliste bei euch auf. Ich kümmere mich um die Drachen. Gute Idee. Oh mein Gott, ich darf mehr Geschütze aufstellen. Ich weiß aber nicht warum. Ich habe jetzt hier 5 Geschütze stehen. Ich glaube wegen dem Modus darf man mehr aufstellen. Oh, das könnte sein. Oder weil es halt scaled und du kannst bis 4 stellen oder so. Nein, ich nicht. Darf ich nicht für euch stellen. Oh mein Gott. Hä? Oh, ich komme hier nicht vorbei. Ey, das ist so nervig. Ich überlebe das nicht. Ich will nicht sagen, aber hier ist echt ein bisschen zu viel los. Das war's. Ich glaube, das war's tatsächlich, ja. Ne, ich glaube, Welle 5 ist noch zu krass. Welle 5 ist also wirklich schwieriger als 1 bis 4 zusammengeführt. Das geht ja echt, ja, es geht ja echt krass hoch. So 4 kein Problem, 5 einfach unmöglich. Ja. Okay, dann töten wir den gleich. Dune. Ich habe Angst vor Zombies Liste. Ich bin hyped auf Zombies Liste. What's next on the list? Bisher gibt's Schneeboss. Die Hölle. Schneeboss! Den Yeti? Den Yeti. Lol, ich dachte, das ist Wintercracker, weil er so eine blaue Kugel als Kopf hatte. Eine gelbe? Ja, ich weiß, aber du bist der Einzige, der mit einer Kugel rumläuft. Ach so. Dann war das einfach ein Gegner. Ach so, Wintercracker Klaus, ne? Hier oben sind Wurmloch-Tränke für euch drin. Ah. 12 Stück jeweils wieder. Ich klau alle. Nein! Ja. 24 für mich. Wintercracker? Ja. Der reisende Händler war zwischendurch da. Ich hab dir Alkohol gekauft. Let's go. Solltest du auch mit B-automatisch nehmen? Ich wünsche, so einen Freund wie Zombie hätte ich im Real Life. Der senkt deine Verteidigung, aber dein Damage wird viel mehr. Oh, das ist geil. So, die Frage, die ich mir stelle, ist: Ja. Wie kämpfen wir gegen den Yeti? Weil wir sind ja immer irgendwie auf die getroffen, aber beim Eisbiom waren wir ja relativ viel unterwegs und haben nichts getroffen. Was man kaputt machen kann oder womit man den beschwören könnte. Der Yeti kommt, wenn man beim Tageswechsel in einem Schneesturm im Schneegebiet steht. Aber es gibt ein Item zum Beschwören auch. Okay. Maudado? Bist du Maudado? Da drüben im Schneebiom. Maudado, bist gemutet, by the way. Oh, ups, hallo. Ich habe die Fackeln ausgetauscht. Ah, ja. Hier. Hallo. Aber das hier ist noch kein Schneesturm, nur weil es ein bisschen schneit, oder? Ich hab dir Puffy gegeben. Kannst Klaus auch mal Puffy zeigen eigentlich? Das sieht nicht so stürmerisch aus, finde ich. Wo ist Puffy? Nee. Wer hat Puffy? Nur da hat Puffy in der Hand. Ja, ist ja wirklich Puffy. Toll. Das hat's irgendwie versaut. Den kannst du aber leider nicht mit dem Sprung kombinieren, weil da brauchst du den Tsunami in der Flasche, den man angelt. Die kann man nur kombinieren. Ah, clever. Cracky. Ich aber irgendwie Linksfell, was braucht man noch? Ich mein Spawnpunkt hier schon wieder nicht. Du musst vorne rechts, du musst vorne draufklicken. Ah, jetzt, ja. Eine Puppe. Okay, ja, klar. Klaus, komm her. Wo bist du? In der Base? Ja, klar. Ah, das ist... Ich hab nur drauf gewartet. und da. Die drei Sachen. Damit kannst du es craften. Beim Guy oder... Ich denke beim Dämonenaltar wahrscheinlich wieder. Das craft man ja eigentlich immer so alle Boss-Sachen. Den Dämonenaltar konnten wir nicht abbauen, das heißt, ich muss wieder dahin laufen. Yes. Okay. Kann man den nie abbauen oder erst ab dem Hard Mode? Nie. Huh. Vielen lieben Dank fürs Zugucken, liebe Leute. Schaut in die Beschreibung rein, da sind die anderen drei verlinkt und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal bei Terraria und auch anderen Videos wieder. Bis dann. Tschüss.